Da stimmt was nicht. Oh oh. Sind wir beim falschen Podcast, oder? Bei Tim stimmt was nicht. Ich glaube, es stimmt wieder. Puh. Zahlensender. Ich bin Tim und dabei ist Phil. Hallo. Wir sind so schnell gestartet. Und wow. Phil die Bremse reingehauen. Ja, der hat wahrscheinlich gemerkt, dass Tim gesagt hat, willkommen beim Zahlensender. Habe ich das gesagt? Ja. Ah, versuchen wir noch. Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Natürlich habe ich das gemerkt. Phil ist dabei, Jan ist dabei, Mario dabei und Ben ist dabei, alle sind dabei. Hallo. Oh, ich habe mich erhängt. Hallo. Oh nein, bitte nicht. So. Ich kann den helfen. Wer bezahlt denn sonst alles? Nee, mir hat es gerade die Ohrenstöpsel aus den Ohren gezogen. So, da sind wir wieder. Das war ja ein guter Start. Wir könnten jetzt nochmal anfangen, aber wir haben keine Zeit, deswegen lassen wir das so stehen. Wir haben doch keine Zeit. Wer das versteht, ist aber auch nicht mehr ganz jung. Das war irgendwas mit Stefan Raab, oder? Mhm. Das war so sein Signature-Move. Ja. Ha! Ich glaube, ja. Schön, dass wir das alle noch kennen. Du bist aber halt auch der Älteste von uns, Tim. Aber bei mir ist das so im Kopf drin und ich wusste jetzt echt nicht, woher ich es habe. Aber genau daher. Aber meine Zeit war doch Harald Schmidt. Harald Junke? Ja, genau. Harald Schmidt noch mit Feuerstein zusammen. Genau, ne? Ja, Schmidt einander, sehr gut. Sehr wow, da, ja, du bist echt alt. Wie aus der Pistole geschossen. Ich bin so die Manuel Andrack-Ära. Ich kenne niemanden von denen. Wir hatten ja nichts. Ich kann nicht mitreden. Peter Alexander? Oh, jetzt wird's aber... War aber Österreicher. Ja, aber halt auch schon 2-3 Jahre her. Ja, sonst fiel mir kein Österreicher ein. Nicht, also mir schon. Ja, ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Ja. Der war auch nicht im Fernsehen. Also heute kommt er viel auf den History Channel. Heute kommt er viel öfter im Fernsehen, das stimmt. Vor allem bei N24. Ja. Oder nachts auf Phoenix. Das ist so geil. Tagsüber versucht gar nicht über Peter Alexander mehr. Bildungsfernsehen zu sein und nachts ist die Erde wirklich flach. Der Tim, der ist ein ganz schöner Fuchs. Oh Gott. Ja, ist lustig. Fangen wir an. Ja. Dann wir haben doch keine Zeit. Jetzt sind wir in einem ewigen Loop gefangen. Und ist das nicht von Stern? Ja. Das meinte ich. Reden wir über Battlestar Galactica. Mir ist beim letzten Mal ein schrecklicher Fehler unterlaufen. Ich habe zwar nicht Zahlenansatz. Mir ist beim schlechtesten Mal. Verflext und mir zugenäht. Beim letzten hast Mal du immer noch Urlaub und hast schon den Tag über Alkohol getrunken? Weder noch. Oh. Ich hätte es tun sollen, aber. Mhm. Ja, es war. Hab's nicht. Mir ist ein schrecklicher Fehler unterlaufen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, wir sind in der Folge 68, Zylonensender 68. Das stimmt aber nicht. Und zwar war das die Folge 69 schon, weil ich ja diese Weihnachtszwischenfolge aufgenommen habe. Das war natürlich die 68. Ach, toll, ey. Alle blöden Sexwitze können wir jetzt nicht mehr machen. Scheißdreck. Ja, und deswegen sind wir jetzt bei Folge 70. Dafür haben wir ein Jubiläum. Ja, du bist wirklich ein cleverer Fuchs. Danke. Hm. Hast du alles mit Absicht gemacht. Wegen den Witzen? Wegen der Witze. Ja. Wie war das mit den Grammar-Nazis? Wir haben da ich habe da extra ein Symbol in Slack. Habt ihr das gesehen? Nee. Ich habe das Slack-Symbol gesehen. Ach, muss ich jetzt gucken. Ah ja, optische Witze in Podcasts funktionieren auch immer kreativ. Kann ich ja rausschneiden. Wo hier? Ach, das. Ich hatte mich immer schon gefragt, was das ist. Ich glaube, das muss ich mir als T-Shirt drucken lassen. Inception. Das kommt bestimmt das super, wenn ich dann im Rathaus stehe. Das ist Gustav. Gustav? Was? Gustav? Ja. Derjenige von euch, der sieht, wie der Kreis umfällt, der gewinnt einen Preis.
Okay, top die Wette gilt. Patsch. Aber nur wenn gleichzeitig die Kiste darunter aufgeht. Ja, die geht dann die auf. Kiste. Ach, weil der fällt dann da rein. Das ist keine Kiste. Ja, wenn du die Kaba als Kiste bezeichnest. Das kenne ich nur als Kakao. Ja, du musst das hinzugefügt haben. Nee. Habe ich nicht. Aber können du musst auch Emojis hinzufügen? Vielleicht ist das Standard. Das ist, glaube ich, nicht Standard. Ich sollte es Standard sein. Pride. Ja, wahrscheinlich doch. Ist nicht unter das ist doch dieser General vom letzten Star Wars Film. General Pride, ja. Genau. Aber das Lustige ist, wir haben es in Original mit Untertiteln geguckt und der wird ach, mit ja, Y. Aus diesem Film. Ja, mit Y, ja. 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 Genau, aus diesem Film. Genau. Redet der auch wie Tarkin, weil ich habe gelesen, dass er sich massiv an Peter Cushing orientiert hat, was sein. Ja, war ähnlich. Vielleicht hat er auch Hausschuhe angehabt. Na gut, wir wollten ja eigentlich mit Battlestar Galactica anfangen und ich hatte es schon fast geschafft. Wow. Indem ich mich vor allen unseren Zuhörern extrem entschuldigt habe, dass ich die Seriennummer falsch genannt habe. Die Seriennummer. Die Folgennummer. Folgennummer. Und jetzt kommen wir zur neuen Folge. Zur Erde müssen wir. Das ist richtig. Schon länger. Und jetzt zeichnet sich ab, dass wir ankommen. Die letzte Folge hat ja so geendet, dass ich gesagt habe, vielleicht erfahren wir in der nächsten Folge, wer die letzten fünf sind. Worauf Ben, glaube ich, mich daran erinnert hat, dass ich das schon weiß. Also vier davon zumindest. Das stimmt. Aber jetzt erfahren es vielleicht die Charaktere der Folge. Genau, erfahren das vielleicht jetzt. Diese Folge ist von Bradley Thompson und David Weddle. Und die haben beide zusammen diese und die nächste Folge gemacht. Denn, Ben, es gibt was Besonderes bezüglich dieser Folgen? Ja, genau. Die Folge, die wir jetzt besprechen, Revelations, ist das Mid-Season-Finale von Staffel 4. Das heißt, danach hatten wir eine Pause von, 13. Juni zu, hab mich natürlich perfekt vorbereitet, 16. Januar. Also wir hatten quasi 6 Monate Pause zwischen den beiden Folgen. Da zu diesem Zeitpunkt ja der große Autorenstreik lief oder kurz davor stand anzulaufen, war man sich nicht mehr sicher, ob man die Serie überhaupt noch weiter produzieren könnte, weil man nicht wusste, wie lange der Streik andauert, ob danach die Finanzierung gesichert ist, bla bla. Und deswegen hat man diese Folge hier so gedreht, was Story und Bild angeht, dass sie auch als Abschlussfolge hätte dienen können, wenn es denn soweit gekommen wäre. Und wie der Abschluss aussieht, können wir nachher verraten. Genau, sollten wir auch. Regie ist Michael Reimer, auch ein Name, den wir ständig wieder hören. Und die Zusammenfassung macht Phil, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, also dann, die Charaktere erfahren, wer vier der letzten fünf zu lohnen sind in dieser Folge. Das hat ja der Teufel gesagt. Ja, das ist die eine große, also ich mache es jetzt wirklich, wirklich sehr knapp. Eben diese vier zu lohnen werden dem Rest hier enthüllt, weil Tai mit seinem schlechten Gewissen nicht mehr klarkommt. Starbuck kann mit Hilfe ihres komischen, mysteriösen Jägers, mit dem sie von den Toten zurückgekehrt ist, ein verborgenes Signal ausfindig machen, was den Weg zur Erde aufzeigt, und die Menschen und Zylonen beschließen, daraufhin zusammenzuarbeiten, und dann fliegen sie zusammen zur Erde. Ja, und dann gibt es einen Cliffhanger zum Mid-Season-Finale, dass die Erde ist alles ganz schlimm. Ist alles tot. Genau, gut, das verraten wir nämlich nachher erst. Ja. Gut, dankeschön. Es beginnt ja auf dem Zylonen-Basisstern noch, weil das habe ich eben nicht gesagt in der Rückschau. Ich habe zwar gesagt, wir werden vielleicht die fünf erfahren, aber es gab ja dieses Pad, also die auferstandene oder wieder aufgeweckte Diana Beers hat ja so ein bisschen die Anführerrolle übernommen, nachdem sie Cavill getötet hat, und verhandelt jetzt so mit der Präsidentin oder stellt eigentlich eher Forderungen, anstatt zu verhandeln, wie es jetzt weitergehen soll. Und ihr Plan ist, wir fliegen jetzt zur Galactica zurück, wir holen die letzten fünf ab und dann ihr gehen. Ja, genau, und ihr bleibt so lange als Geiseln da. Ja. Entschuldigung.
Ich wollte nur kurz unterbrechen. Sie meinte nur die vier. Stimmt. Es sind nur vier in der Flotte. Ja, genau. Ja. Richtig. Und da fragt ja dann auch die Präsidentin schon, wo ist der fünfte? Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, was die Antwort war. Ja, nicht da. Das geht dich gar nicht an. Ich glaube, sie meinte, dass der fünfte Zylon nicht in der Flotte ist. Ja, drumherum geredet. Genau. Ja, und es ist aber, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gesund für die Zylon, dass Diana da jetzt so die Anführerrolle übernommen hat. Weil der, glaube ich, noch am ehesten klar ist, wie kompromisslos Roslyn mit denen umgehen würde. Also, weil die Befürchtungen sind ja völlig berechtigt. Wenn die jetzt da keine Geiseln behalten würde, dann wäre das alles, glaube ich, ganz schnell vorbei mit denen. Ja, ist richtig. Naja, die fliegen dann zur Galaktika rüber. Und das war schon mal das. Ich habe ein paar Mal lachen müssen in der Folge. Das war das erste Mal dann, dass zufälligerweise natürlich alle vier Zylonen dann im Hangar sind. Na gut, die hat natürlich jetzt Angst, weil jetzt wissen sie gut, Diana ist zurück. Aber ich fand das mit der Kameraeinstellung nämlich so lustig. Jedes Mal zu Diana, Zylon. Diana, Zylon. Wie sie immer hin und her schaut. Und dann sagt. Ja, da hätten wir auch so eine gute Komik-Szene draus machen können, wie die sich einfach 5 Minuten gegenseitig, so eine Family-Guy-Szene, wie die sich die ganze Zeit so geheim zunicken und dann immer wieder zum anderen gucken und wieder zunicken und wieder. Und dann stolpert einer dann. Und dann sagt sie noch so beiläufig, ich habe schon Kontakt zu den Zylonen aufgenommen. So, ja, das war schon sehr ballsy. Irgendwie telepathisch schon im Vorfeld Kontakt aufgenommen. Dabei war das natürlich gerade der Blickkontakt, den niemand sonst bemerkt hat. Ja. Aber Tori, total clever, direkt Flucht nach vorne, weil es hieß ja, dass die vier sich, nee, die sollen sich nicht melden, die sollen einfach auf das Schiff kommen. Rüberkommen. Genau. Ja, ja und die ist ja die ganze Zeit schon so am weitesten dabei, sich so mit dem Zylon-Dasein irgendwie abzuhalten. Ja, aber ich meine hier ganz clever, direkt Flucht nach vorne, damit das hier jetzt nicht auffällt erstmal, aber zu sagen, hier, die Präsidentin braucht ihre Medikamente, ich will rüber. Ja, aber deshalb sage ich das ja, weil ihr das ja auch wichtig ist, jetzt schnell zu ihren Leuten zu kommen. Ja. Und hier der Chief Anders. Die stehen ja eher so da und also bei denen habe ich den Eindruck, die warten eher mal noch ab. Mhm. Und naja, bei Tai schlägt es ja genau ins Gegenteil um, dass er sich jetzt entscheidet, für welches Team er spielen will. Mhm. Ich glaube, Tori hat auch mehr Schiss gehabt als die anderen drei. Das hast du auch richtig angesehen, nämlich. Mehr Schiss? Die ganze Zeit. Achso, nee, das war doch, ich glaube, ich habe es eher so gesehen, dass sie jetzt endlich die Gelegenheit hat, so ihr wahres Ich zu. Ja, sie. Zu embracen halt. Ja, sie will halt auch sich der richtigen Seite anschließen, aus ihrer Sicht. Und Diana stellt ja auch klar, dass erstmal alle rüberkommen sollen, aber die dürfen dann entscheiden, was passiert. Aber die vier Zylonen wissen halt den Weg zur Erde und das ist dann für die verbleibenden Menschen natürlich nicht so super, wenn die alle auf den Basisstern gehen und der Basisstern dann einfach wegspringt. Deswegen sind sie nicht daran interessiert, die auszuliefern, können aber auch nichts dagegen machen, weil die Menschen wissen ja nicht, wer die vier Zylonen sind. Und deswegen erhöhen dann die Zylonen den Druck etwas und sagen, wir fangen jetzt an, Leute zu killen. Ja, sie sagen ja erstmal, wir behalten die als Geiseln. Ja, genau. Und als sie sich dann nicht freiwillig rüberkommen, bis auf Tori, dann sagt sie ja, wir töten jetzt irgendwie Leute. Ja, und dann sieht man in einer schönen Außenaufnahme, wie ein kleines Mannequin aus der Luftschleuse fliegt. Ja. Ich dachte zuerst, das ist Müll. Ja, so gesehen ist das ja nichts anderes für die Zylonen. Es sah aber wirklich so aus wie, weiß nicht, so Müll oder Abfall irgendwie. Na, es war schon ein Körper. Und jede Viertelstunde fliegt ein anderer hinterher.
sollten sich die Zylonen nicht freiwillig melden. Und da habe ich gedacht, unter diesen, keine Ahnung wie viel, 37.000 Menschen, gibt es doch bestimmt die eine oder andere Person, die überzeugt ist, dass sie ein Zylon ist, aber es noch nicht weiß. Und ich bin Brian. So nein, ich bin vorstellig Brian. Wird auf dem Basisstern. Hier bin ich. Und Diana dann sagt, ah, wer nein, bist wieder du? Einer für die Luftschleuder. Achso, dass sie gleich den nimmt dann. Unterbinden ja ausdrücklich keinen Shuttle-Verkehr innerhalb der Flotte. Das heißt, theoretisch kann jeder, der einen Shuttle hat, rüber zum Basisstern fliegen. Hm. Macht aber passiert, niemand. Passiert niemand. Genau. Aber Ty, Tyrell und Anders hören jetzt wieder diese Musik, die sie schon mal gehört hatten in dem ionischen Nebel. Ja, Dings auch. Mit dem Radio. Tori. Also alle vier hören ja, die. Tori auch. Sie ist nur ein bisschen weiter weg und bricht daraufhin fast zusammen. Ich wollte ja auch sagen, die treffen sich dann wieder. Tori ist ja dann nicht mehr dabei, weil sie schon rübergeflogen ist, oder? Ja, genau. Sie hat auch schon der Frau Präsidentin ihre Medizin gebracht. Und die Meinung gesagt. Dann, oh ja. Und sagt dann, I'm done taking orders from you. Weil die Präsidentin natürlich sagt, sag denen doch, die sollen die Geiseln gehen lassen und wir finden zusammen einen Weg. Und, fick dich. Fick dich, Roslyn. Das hat sich gesagt. Ich mach jetzt mein eigenes Ding. Und deswegen ist sie nicht bei der Viper, wo sich die anderen eben treffen. Weil die Musik sie dahin geführt hat, oder? Genau, genau. Und dann ist der plötzlich, also die Viper wurde zuvor schon auseinandergenommen und auf Herz und Nieren geprüft, war nichts Auffälliges dabei. Und jetzt ist Anders aber überzeugt, dass irgendwas anders ist und deswegen soll er Starbuck holen und Ty verlässt daraufhin und sagt halt, ja, dann hol sie her, die soll sich das angucken und verlässt dann den Ort des Geschehens der Viper. Und weiß jetzt, was er zu tun hat. So die ganze Zeit mit, oh, wir sind zu lohnen und es ist alles schlimm und so. Aber ab dem Moment, wo Starbuck ihn aushelfen soll, da, jetzt das ist der reicht. Kopf, der das Fass zum Überlaufen bringt. Sofort jetzt, zum Alten. Jetzt hat er die Guts. Stimmt. Ja, und er geht jetzt wirklich direkt zu Adama und sagt so, drückt so ein bisschen rum und sagt, das hätte ich dir schon die ganze Zeit sagen sollen, aber ich hatte nicht den Schneid dazu, ich bin ein Zylon. Ja, genau. Genau, ja. Adama glaubt's nicht. Natürlich nicht, würdest du es glauben? Naja, also sagen wir mal so, ich hatte die Szene anders in Erinnerung. Ich habe das mit irgendwas anderem vermixt. Wahrscheinlich mit dem, wo die sich letztens mal geprügelt hatten. Das hier war ja tatsächlich er war halt ungläubig und er war aber nicht wütend auf Ty eigentlich, sondern auf alles und er wusste nicht, was er tun soll, oder? Der war ja total fertig dann. Ja, ja klar, gut, weil es ist ja sein so Freund. Ja. Seit 50 Jahren. Vor 30 Jahren. Halt. Ja, ja, genau. Den er auch hat altern sehen. Mhm. Und ne, das ja, spricht ja keiner Logik, die da haben. Warum sollten die Zylonen sich alternd designen? Mario? Warum geht überhaupt halt dorthin? Er ist halt dagegen, dass die Galaktiker nämlich das Basisschiff zerstört, weil es hat Roslyn nämlich zu Adama gesagt. Wenn nichts draus wird, dann einfach das Basisschiff zerstören mit den Zylonen, also mit den letzten Zylonen, dann hat halt niemand die Erde und fertig. Bevor sie es nur alleine haben. Und der Ty, der war ja eigentlich gegen den Plan. Das hat man dann auch gehört bei dem Briefing. Ach so. Und der ist dann wirklich hingegangen und gesagt, ja, ich bin ein Zylon. Und das kam halt so rüber, das wusste ja der Adama, aha, du sagst jetzt du bist ein Zylon, weil du gegen den Plan bist. Ich weiß. Aha, okay. Das glaubt jetzt nicht. Ach so, ja, genau. So hat es eigentlich angefangen. Ja, stimmt. Und dann kam das halt ins Gespräch langsam. Ja, aber ich meine, das ist ja auch ein beschissener Plan, weil die Präsidentin und alle anderen, also keine Ahnung, wie viele der Piloten sind ja als Geiseln auf dem Basisstern gefangen. Die Hälfte der Mannschaft, hat sie gesagt. Piloten sind halt... Ja, der Piloten, nicht der Galaktika-Mannschaft. Eine Pilotenmannschaft, ja. Präsidentin wäre nicht so schlimm, sie haben ja schon 9, aber die Piloten? Ja natürlich. Die ist ja eher am Sterben. Ja, stimmt. Ja, aber die haben sich ja gerade erst ihre Liebe gestanden.
Oh, dann soll er halt noch rüberfliegen vorher. Dann kann er mitsterben, mein Gott. Ja. Ich gehe jetzt rüber, einer mehr oder weniger macht Ende auch keinen machen. Unterschied. Das, ob jetzt Torby schon drüben ist, da geht auch. Nachher ist die halbe gut, Flotte auf dem Basisstern. Aber Tai die ganze Zeit völlig logisch und kalkulierend, oder? Also das ist ja völlig unemotional, sondern... Ah, ich glaube, da ist er wieder in seiner Rolle als XO, genau. Wo er jetzt gerade seinem Commander einfach helfen muss und sagen muss, was Sache ist, weil der ja alleine offensichtlich das nicht auf die Reihe gekriegt hat, zu erkennen, dass er ein Zylon ist. Was ein Idiot. Ja, wirklich. Ich helfe dir mal. Ich bin jetzt Zylon. Hallo. Hallo. Und das kann er ja in so kritischen Situationen dann seine Offiziersrolle ausfüllen, wenn er nicht gerade völlig betrunken ist oder seine Frau in der Nähe ist, funktioniert das ja recht. Oder. Ja. Ja, naja. Na ja. Also, ja, das, also hat mich beeindruckt, weil er ist ja auch irgendwie völlig selbstlos. Es ist ihm ja auch egal, dass er sich jetzt dafür opfert. Also ihm geht es ja wirklich um the greater good. Ja, na, ich glaube, er ist einfach zu stolz dafür, anzuerkennen, dass er hier jetzt irgendeinen Zylonplan erfüllen soll. Ja, kann auch sein, dass er sich dem nicht beugen will. Ja. Ja. Und wenn er dann wird er ja tatsächlich rausgeschickt mit Wachen. Und dann bricht der Admiral so richtig zusammen im Badezimmer, glaube ich, und haut so gegen den Spiegel, oder? Irgendwas war doch da noch, dass er sich verletzt. Ja. Habt ihr schon jemals euren Schreibtisch abgeräumt, weil ihr euch über irgendwas aufgeregt habt? Nein. Ja, den Leuten in Filmen, denen fällt immer nichts anderes ein, als du hast das schon mal gemacht. Aber nur, weil du es vorher in einem Film gesehen hast. Bestimmt. Ich finde, es ist halt so ein bisschen Schema F, finde ich. Wenn Person wütend sein soll, dann lass sie Zeug von ihrem Schreibtisch fegen. Ich dachte, oder das wäre im Bad gewesen. Oder auf den Boden werfen. Ich habe schon gedacht, als er so im Raum rumguckt, ob er sein Schiff sucht. Ja, das Schiff. Ja. Du bist das darauf habe ich auch gewartet. Wo willst du denn diesmal? Ja, das hätten sie noch so als Gag einbauen können, dass er so einen Schritt auf das Schiff zugeht und sich dann doch anders entscheidet. Ja, das hätte aber überhaupt nicht gepasst, da jetzt so einen Gag einzubauen. Ja. Nein. Also die Tragweite der Situation war schon zu ernst. Ja. Und da sagt ja Lee dann auch wenn er Tai trifft, dem alten Mann, der Tai sagt ja irgendwie was mit dem alten Mann und sagt Lee nur so, dem haben sie den Rest gegeben. Ja, und das ist super gut geschauspielert, wie Lee ihn da rauszieht, weil Tai wird ja in die Luftschleuse geführt und innerhalb dieser geführten 10 Minuten gibt der alte Mann sich so dermaßen die Kante, dass er dann von seinem Sohn über der Schüssel gehalten werden muss und das vollkommen zusammengebrochen ihm auf die Hand sabbert und so weiter und so fort. Richtig gut gemacht. Also wenn halt die Schauspieler sich so gehen lassen, nenne ich das mal in Anführungszeichen, dass sie wirklich sabbern und was weiß ich alles. Also wie du es ja, aber der so ist doch so ein bisschen erwartest. So ein Method Actor, oder? Vielleicht hat er sich einfach dermaßen abgeschossen. Ich fand es sehr überzeugend. Ach so, da war überhaupt kein Apfelsaft drin in den Flaschen. Weil er hat das Ding ja runtergekippt wie lauwarmen Tee. Earl Grey, lauwarm. Das war alles nur Earl Grey, hochpotent. Aber die kauft. Mit Kopf. Ja, die kauft, genau. Die kauft, ja. Ja, und er wird von seinem Sohn dann wieder aufgepäppelt. Halbwegs jedenfalls. Er hat eine Decke um die Schultern. Und dann übernimmt der Junior die ganze Sache und ruft beim Basisstern an und sagt, so, ihr hört jetzt auf, Leute rauszuschmeißen oder wir schmeißen Tai aus der Luftschleuse. Hat er wieder aufgelegt. Und dann wird debattiert an Bord des Basissterns, ob Adama so, also Lee Adama, so ein harter Hund ist oder ob er nur blufft. Genau. Diana sagt ja die ganze Zeit, er blufft nur. Ja, Tori sagt das ja. Also sie versucht einzureden, dass er blufft und dann wird Gaius Balta noch eingeschaltet, weil er ja mit Tori eine spezielle Bindung hat, was auch immer. Ja, und sie aktivieren ja die Atomwaffen des Basissterns und zielen damit auf die zivile Flotte und die Galaktika. Ja, und mittlerweile hat Tai ja, um
ihm selbst Nachdruck zu verleihen, verraten, wer die beiden anderen Zylonen sind. Und dann gesellen sich ja auch Tyrell und Anders in die Luftschleuse. Eingeladen. Da wird nochmal gesagt, so, neben Ty befinden sich nur in der Luftschleuse und Anders. Und dann siehst du bei Diana so, fuck. Oh nein. Und er hätte, glaube ich, drauf gedrückt, auf den Knopf, weil er war kurz davor. Hm. Aber dann kommt, dann war nur noch Ty drin. Und richtig. Während die anderen beiden halt Lee so angucken, wie, was willst du machen, hat Ty genickt und gesagt, mach es, Jung, worauf wartest du noch? This is the way to go. Und bevor er das macht, kommt Starbuck. Kommt, Starbuck. Genau. Mit der Riesenneuigkeit. Hm? Was? Mit der Riesenneuigkeit, dass sie was an diesem Viper. An dieser Viper gefunden hat. Nämlich. Irgend so ein Transponder-Signal. Ja, das hatten die wohl übersehen. Das schickt offensichtlich jetzt, das kann nur das Signal von der Erde sein oder sowas, habe ich verstanden. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Aber auf jeden Fall kann das Signal nur diese Viper auffallen, kein anderes Schiff. Eben, dieses Signal wird nur von der Viper aufgenommen. Auf dieser Frequenz nimmt kein anderes Schiff etwas auf. Die Zylonen haben gesagt, hier an der Viper ist irgendwas besonders. Diese vier Zylonen sollen vermutlich oder den Gerüchten nach dem Weg zur Erde kennen. Also wenn die Zylonen sagen, an dieser Viper ist was Besonderes, auf der Viper wird dieses Signal gefunden. Und das sagt dann ja auch der Ty ja auch so, it's a stretch. Also ist eine sehr dünne Hypothese, aber dann könnten das die Koordinaten sein oder der Ursprung des Signals die Erde sein. So hauen die sich das zusammen. Hey, das passt ja eigentlich auch ziemlich gut, wenn das sozusagen dieses Signal für die letzten fünf auch sozusagen das ist, was die Musik verursacht, dann würde das ja schon von daher passen, weil das ja zum ersten Mal war, als sie in diesen ionischen Nebel kamen und auch Starbuck dann zurückkam. Das macht Sinn. Ja, und man hört ja auch immer diese Interferenzen so und dann hört man die Musik und dann kommen sie alle dahin, wo ja jetzt eben die Musik spielt. Er kommt aus diesem genau. Im NAV-Computer der Viper. Ja. Wie werden die sich denn dann einig? Ach so, dann lädt Apollo BS ein, oder? Ja, und sie schütteln sich die Hände. Genau. Lass uns schütteln die Hände. Genau, und sie kommt ja auch nicht alleine. Also zur Erde. Sie hat ja auch, also es sind ja auch noch andere Zylonen dabei, es sind Centurios, glaube ich, sogar noch dabei. Also das volle Programm ist dann quasi vor Ort. Ich fand es auch so geil, wie die Marines, also die menschlichen Centurios quasi und die Centurios so nebeneinander stehen und das ist eigentlich eine sehr, sehr komische Stimmung. Das sind doch sehr komische Zeiten. Ja, aber eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass vielleicht doch nicht alles immer nur Krieg und Töten sein muss. Ja. Weil wenn sie jetzt 10 Minuten nebeneinander stehen, können sie vielleicht auch länger nebeneinander stehen oder sitzen. Ach komm, dafür bist du doch schon viel zu alt. Für das lange Stehen meinst du jetzt? Nein, um das zu glauben. Nein. Aber die Diana meint ja sowieso, es endet ihm in einem Krieg irgendwie und der eine Gott wird ihn sowieso nicht mehr verzeihen für 2 Angriffe. Einmal auf Caprica und einmal auf Neu-Caprica. Weil aber Gaius meinte, ja na komm, glaubst du, das möchte unser Gott? Und ich, ach was, wir haben schon 2-mal alles kaputt gemacht, glaubst du? Er gibt uns noch eine 3. Chance. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Bombardier auch, dass die Menschen es ihr halt nie verzeihen werden oder den Zylonen nicht verzeihen werden. Ja, sie hängt wirklich in diesem It happened before, it will happen again Kreis fest und Adama sagt, na, muss ja nicht wieder passieren, wenn wir uns ändern. Und wir haben es in der Hand und daraufhin geben sie sich dieselbigen. Ja, mit Adama meinst du Apollo, oder? Der alte Mann ist ja noch niedergeschlagen. Der alte Mann hat gerade eine Decke, deswegen ist er für mich nicht der. Ach so, okay. Der, den ich kannte. Mr. President, meinst du? Ja, ich meine Mr. President. Ich habe mir direkt aufgeschrieben, also in der einen Szene hatte mir Apollo gar nicht gefallen. Und danach war es dann sofort, nachdem ich mir es aufgeschrieben hatte, besser, weil er ist genau wie, also ich habe mir aufgeschrieben, er hat jetzt zwar einen Anzug an und ist der Präsident, verhält sich aber und agiert genau wie früher, als er der Keck war. Wie er da in dem Viper rumspringt und so,
Das ist ja jetzt irgendwie keine Charakterentwicklung. Er hat jetzt halt einen Anzug an, ist aber der Alte. Aber dann in der nächsten Szene direkt, das hat er ja ziemlich cool gehandelt. Der ist der Einzige, der es jetzt irgendwie hingekriegt hat und gemerkt hat, vielleicht sollten wir nicht die ganze Zeit uns gegenseitig verarschen, dann ist es vielleicht besser. Ja. Der kommt, glaube ich, noch nicht so richtig raus aus seiner alten Rolle. Und ich wollte gerade sagen, andererseits ist es doch auch gar nicht so unrealistisch, wenn der noch ein bisschen seine alten Verhaltensweisen, wenn der die einfach noch nicht alle abgelegt hat. Sondern einfach schwer. Er ist halt noch der Keck im Anzug. Er ist der Keck im Anzug, okay. Der Kackanzug. Und dann will er Adama aufpäppeln, sagt man das so? Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Da kommt dann noch aufmuntern. Aufmuntern wollte ich sagen, genau. Da kommt dann noch Roslyn noch dazu. Da freut sich der alte Mann erstmal. Und während dann Roslyn und Apollo noch reden, hat er dann inzwischen aber schon einen Plan gefasst und ist jetzt wieder bei der Sache. Das fand ich aber auch cool. Wie er seine Brille putzt und sie anschaut, wollt ihr noch länger rumsitzen oder wollen wir jetzt endlich zur Erde? Genau. Und kurz davor noch war eine Saufnase. Und dann, ja. Kommt coole Chormusik darauf vor. Und die gesamte Flotte springt ja. Sie schicken keinen Scout vor, die Galaktika springt nicht alleine, sondern alles, was da ist, springt. Weil nämlich Adama auch sagt, das könnte sich schnell wieder drehen, diese kurzzeitige Allianz. Genau. Und die haben auch sonst keinen Weg, wo sie sonst lang gehen können, also können sie auch alle in die gleiche Richtung laufen. Ja. Und sie springen. Sprung! Ja, und wie gesagt, da kommt so Chormusik die ganze Zeit. Das fand ich ziemlich cool. Habt ihr das nicht gemerkt? Und ihr fand das nicht gut? Doch, ich finde die Musik allgemein in der, also die ist ja eh gut in der Serie, aber ich muss sagen, in der vierten Staffel finde ich die Musik, glaube ich, allgemein am besten. Und gerade in der Folge fand ich sogar ziemlich cool den Soundtrack. Mir ist er auch in dieser Folge besonders aufgefallen. Was ich cool fand, zum Beispiel, als Starbuck durch das ganze Schiff rennt, nur um die Hinrichtung von Saul jetzt zu verhindern, da hast du immer so eine, ich weiß halt nicht, es war ein echt cooler Soundtrack einfach. Wenn sie immer in der Szene war, ziemlich laut mit Trommeln und irgendwas, und dann war wieder Lee in der Szene, etwas leiser wieder, da wieder sie und es ist lauter, das war schon ziemlich cool gemacht. Ja, und dann springen sie und sind da. Und man sieht und die Erde. Komischen blauen Planeten. Ja. Sah auch wieder sehr cool aus, als die Flotte aufgetaucht ist. Manche so schräg und so, irgendwie haben sich zur Seite gedreht und so. Ja. Und auch so die Landesequenz fand ich auch gut. Ja, aber also allein schon wie die ganzen kleinen oder verschiedenen großen Schiffe im Orbit der Erde sind, die sieht man dann ja auch. Das ist, ja, ich fand die ganze Sequenz gut, wie du dann die ganzen verschiedenen Charaktere gesehen hast, wie die so wie die den Moment begehen, wo sie endlich die Erde erreichen. Ja, also so besonders wie das Starbuck zum Beispiel hier an der Wand mit den Toten steht und irgendwie mit, wie hieß die, Cat? Cat. Ja, jetzt weiß ich endlich, was aus Cat geworden ist. Teil, der irgendwie alleine vor sich hin trinkt und so. Also ich fand diese ganze Sequenz von sie kommen am Planeten an, bis sie sind unten, fand ich schön. Also dem Moment angemessen episch inszeniert. Ja, diese Landesequenz, die hatte auch so einen richtigen Wettrennen-Charakter noch, weil okay, man kommt zusammen an der Erde an, aber ich will auf jeden Fall der Erste da unten sein. Ja. Sogar Dr. Kottl hat im CIC gejubelt. Oh ja, das war das. Wo Lee Adama auf die Konsole springt und wie ein Stripper seinen Sakko auszieht. Kennt ihr das Interview mit Tom Cruise bei Oprah? Wie er Katie Holmes gestellt. Da wurde genau richtig daran habe ich gedacht. Der Typ ist wahnsinnig. Genau daran habe ich denken müssen. Aber da hat auch Dr. Kottl gejubelt.
Er hat sich einmal erlaubt, die Stirn zu runzeln. Ja, yeah. Hat einmal ein bisschen fest an der Kippe gezogen. Nice. Nee, das wirklich. Ja, und dann kommt die große Überraschung. Nicht so toll, die Erde. Atombombenangriff. Atombombenangriff. Also ich habe mir ja gedacht, schlechter als der Algenplanet war es auch nicht. Ja, strahlender. Nee, es hat auf jeden Fall weniger gestunken. Aber ich finde halt vor allem dieses Bild, wo Adama im Boden rumkrubbelt und dann aufsteht und dann siehst du diese beiden schlecht gelaunten Fressen von Adama und Roslin, wie sie und dann diese Kamerafahrt und du siehst jeden Charakter irgendwie rumlaufen. Six alle sind grau angezogen. Ja, alle haben wirklich den gleichen Farbton an, als wäre das die Voraussetzung, um teilnehmen zu dürfen an der Landemission. Es kam mir so ein bisschen vor wie so der Vorspann zu irgendeiner anderen Serie. Also du hättest da die Friends-Musik hinterspielen können oder irgendwas anderes. Weil du ja jeden Charakter so einmal durch, also die Kamera fährt von einer Seite zur anderen und jeder Charakter geht einmal so durchs Bild und das könntest du dann immer starring. Ganz Colonel Ty as Sad Man oder irgendwie sowas. Fand ich herrlich. Und der Einzige war der Chief, finde ich. Der ein bisschen, also der nicht so am Boden zerstört gewirkt hat, sondern eher so, ja, blöd gelaufen, gell? Ja, auch als die beiden identifiziert werden, grinst er ja auch so in sich rein, so von wegen, ah, jetzt kommt's endlich raus. Und er ist damit, glaube ich, ganz zufrieden. Es hat mich auch so ein bisschen erinnert, wenn die Kamera dann hochfährt und dann sieht man ja erstmal das ganze Ausmaß der Zerstörung, die ganzen Ruinen einer Stadt am Horizont, dass da jetzt dann so Fallout 5 kommt als Titel des neuen Fallout-Spiels und dass das dann stattfindet. Du landest auf dem verseuchten Erdplaneten und kommst nicht und aus irgendeinem Vault raus. Sowas als Serienende hätte auch was gehabt. Ja. Also wenn die damit jetzt ausgestiegen wären, das wär schon... Den Shitstorm hätte ich gerne dann damals im Original mitgekriegt. Wow. Und so wie Ben das eben erzählt hat, hätte das ja durchaus passieren können. Ja, eben. Also das war mir gar nicht bewusst. Und ich finde das ganz schön mutig, dann doch mit dem, also was heißt ganz schön mutig? So groß war die Gefahr jetzt wahrscheinlich auch nicht. Oder? Aber sie haben dann gesagt, das war dann Druckmittel und haben gesagt, so können wir doch nicht aufhören. Das so enden lassen. Den Scheiß doch mal an. Ja, das wär ein schönes dystopisches Ende gewesen. Ja. Das hätte ja dann zu dem, all das ist schon einmal passiert und es wird wieder passieren, das hätte das abgerundet, so, diese Dystopie. Stimmt, ja. Es wäre eigentlich ein gutes Ende gewesen. Andererseits wird es halt doch nicht nochmal passieren, wenn die da jetzt alle verhungern. Stimmt. Das kannst du gar nicht wissen. Oder innerlich verstrahlen, weil da ist ja auch noch Strahlung. Sie haben ja so einen Geigerzähler. Ja, aber nicht so viel. Ja, aber das kommt erst in der nächsten Folge, aber dann sagen sie, die Nahrungskette ist. Und wenn du das Wasser. Ja, aber du kannst da schon irgendwie ein bisschen rumlaufen. Ja, ja, aber das Problem ist ja, wenn du das in dich aufnimmst. Ach so. Rumlaufen kannst du. Also, sie können den Planeten quasi nicht benutzen. Ja, aber auch das ist ja. Also, ich sag mal, so in Adamas Alter wäre mir das dann auch so langsam egal. Langzeitschäden von Radioaktivität. Ja. Wie immer die alten Leute, denen das einfach scheißegal ist, was im Jungen passiert. Ja, okay. Also wenn du davon Boomer. In 20 Jahren komische genetische Schäden kriegst, dann. Nein, das wäre, glaube ich, schlimmer als genetische Schäden. Ich glaube, die hätten dann innerhalb von 6 Monaten Krebs oder so, wenn du das Wasser trinken würdest. Ja. Und Kottel würde da stehen und sagen, oh. Nee, Kottel würde sagen, voll. Und ich habe mein ganzes Leben geraucht. Ich kann ohne schlechtes Gewissen rauchen, ihr Loser. Aber war es schon in dieser Folge mit Baltard, der da am Fluss ist? Weiß ich nicht. Am Fluss? Ja, nö, sitzt da halt rum. Aber es war eigentlich nur ruhig. Keiner hat, glaube ich, mir was gesagt. Ja, da redet keiner. Ja, dann ist das auch in der nächsten Folge. Drama. Im Hintergrund, was immer so verpixelt dann, als die Kamera immer weiter zurückgegangen ist, ist euch das aufgefallen? Das dürfte man die Gebäude nicht zeigen. Es war auf jeden Fall sehr unscharf, ja. Aber ja, auch nicht der beste Effekt, glaube ich. So. Das waren einfach Interferenzen von der Strahlung. Ach, du hast immer eine Antwort, was?
Du kannst hier alles zusammen bullshitten, Mario. Stimmt. Nein, es war einfach schlechtes CGI. Ich fand's gut. So. Ja, kommen wir zur Bewertung. Das, ja, dass du gut findest, das, ja. Ist, ja, ich weiß, also wer Solo gut findet, ist meiner Meinung nach sowieso immer besoffen gewesen beim Schauen. Oh, die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ja. Die Verbindung nach Österreich muss unterbrochen werden. Ja, ja, ist ganz. Versteht einer von euch die US-amerikanische, dieses Rating-System? Nein, die Verbindung ist sehr schlecht. Nee, aber wie kommst du jetzt darauf? Aber, weil ich jetzt gerade hier die Ratings für diese Episode mir angeguckt habe. Und wie ist die? Die hatte ein Household-Rating von 1,4, was anscheinend das Beste der ganzen Staffel ist. Aber was bedeutet denn das? Die haben alle Hausfrauen gefragt. Ich habe keine Ahnung, was Household-Rating ist. Also ich weiß nicht, warum er das so unnötig kompliziert macht und nicht einfach sagt, so viele Leute haben es gesehen, so viel ist Durchschnitt. Das heißt, das hier war gut. Aber auf jeden Fall kam die Episode anscheinend sehr gut an. Definitiv. Wie ist denn unser Household-Rating? Mario. Ich fange tatsächlich an. Oh nein, meine letzten Worte dann. Na gut. Ich fand die Folge ziemlich klasse eigentlich. Ich fand schon durchweg spannend. Ich fand es ziemlich cool. Viel hat es ja vorhin auch gesagt, das wäre eigentlich, wäre das echte Staffelfinale gewesen, wäre eigentlich ziemlich mutig gewesen, aber auch, ich fände es ziemlich hervorragend eigentlich. Schon super. Da bist jetzt 3,5 Staffeln, schaust du die Serie an und dann landest du bei der Erde und dann findest du eigentlich so eine Erde vor. Ich bin eh froh. Ich habe übrigens vergessen, was jetzt alles passiert in der vierten Staffel. Ich habe wirklich kaum noch Erinnerungen, nur ein paar Fetzen. Und ich habe voll vergessen, dass das jetzt mit der Erde schon kommt. Ich dachte eigentlich, das kommt nicht. Also jetzt. Und ja, ich meine, eigentlich ist jetzt auch nicht so viel passiert, wenn wir ehrlich sind. Aber es war einfach nur, ja, ich weiß, so hin und her zwischen Adama und Diana. Das hat mir trotzdem gefallen. Und die Charaktere waren ziemlich stark. Diesmal so vom alten Mann zum Beispiel. Wie er spielt, ist echt klasse. Der hat das echt klasse gemacht. Typh war sowieso ziemlich cool. Und der Sound war auch ziemlich nice. Ich gebe. Hasst mich nicht, aber ich muss 8 Punkte geben. 8 Punkte. Okay. Ja, dann muss ich da gleich mal gegensteuern. Du hast mit allem recht, ich gebe 10 Punkte. Super Folge. Das ist, war mal wieder eine Folge, die, wo ich einfach Lust hatte, weiterzugucken. Und das, man merkt, dass das ein Staffelfinale war, auch wenn es irgendwie ein Zwischenstaffelfinale war. Das war richtig gut gemacht. Gibt es meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Ich gebe 10 Punkte. Und ich muss nur eins sagen, irgendwann gehe ich mal durch alle Folgen durch und schneide hintereinander. Es gibt in jeder Folge mit Sicherheit eine Stelle, wo Mario sagt, viel passiert ist in der Folge ja eigentlich nicht. Und das 100-mal hintereinander, das wird bestimmt gut. Oder das macht eine einzige Folge drauf. Das ist ein Remix. Ja, genau. Das muss so eine KI machen. Aber Tim, ich nehme mich bei Wort. Ich freue mich. Sehr gut. Letzten auf Soundcloud hoch. Dann kommt jetzt der Ben. Ja, also vieles nein. Ich mag die Folge auch sehr. Das ist auch eine meiner Favoritenfolgen. Und deswegen greife ich jetzt einfach mal voraus und sage, dass ich der Folge auch 10 Punkte gebe. Weil einfach der Inhalt passt, das Pacing passt. Das Ende finde ich super, also damit habe ich definitiv nicht gerechnet, weil die ganze Serie dreht sich ja quasi darum, dass sowohl die Menschen als auch die Zylonen unbedingt diese ominöse Erde finden wollen. Und jetzt finden sie sie und sie tritt ihnen einfach die ganze Zeit nur ins Gesicht. Und das fand ich super, damit habe ich beim ersten Mal absolut nicht gerechnet, das hat mich total überrascht. Und ja, 10 von 10 von 10. Okay, Jan. Yay. Ja.
ich finde die Folge ist auch sehr stark, vor allem wenn man die vorhergehenden Folgen mit ins Boot holt und eben sieht, jetzt kommt das, der Basisstern mit Diana und dem Raptor mit der Präsidentin zurück. Und es war ja klar, wie löst sich das jetzt alles auf, weil jetzt müssen ja die vier Zylonen identifiziert werden für die restlichen Zylonen und die Flotte und yada yada. Und das wurde super gut aufgelöst. Und dieser Konflikt, der dieser Urkonflikt zwischen Menschen und Zylonen ist, nämlich wir dieses Standoff und sich gegeneinander erpressen und dann hätte das Ganze, also es hätte ja ebenso gut in der Vernichtung der Flotte enden können, das war ja kurz davor, ist dann aber dieses Platzen des Knoten gibt's durch den Handschlag zwischen Apollo und Diana und dass die beiden Völker jetzt eben zusammen nach der Erde suchen, macht einen runden Abschluss. Und wenn sie dann eben auf die Erde kommen, weiß man, ich habe es ja noch nie gesehen, ich wusste nicht, was ich erwarte und das, was ich dann bekommen habe, war grandios. Also diese, dass die 13. Kolonie eben auch kaputt ist und zerbombt wurde. Und von daher eine richtig klasse 10-Punkte-Folge. Oho, dann letztes Wort von Phil. Nein, noch nicht das letzte Wort, aber die letzte Bewertung. Ja, aber ich schließe mich an. Ich habe da nichts zu meckern. Beste Zusammenfassung. Das heißt 6 Punkte? Ja, das habe ich gemeint, genau. Maximal. Was ich immer gebe, wenn ich nichts zu meckern habe. Also? Ach, das ist eine ernsthafte Frage. Ja, 10 Punkte, ja, super. Okay. Das muss ja fürs Protokoll, muss die Zahl genannt werden. Okay. Wow. Tim hat schon immer so gemacht. Phil ernst, Phil sarkastisch. ja, dann Phil, Mario, willst du noch erhöhen? Natürlich, hallo. Was? Ich dachte, ich stehe noch so schlecht da. 16! Und ich will sehen. So viel. Immer zweimal mehr. Boah, jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen. Jetzt muss ich wirklich voll hochgehen. Nein, so. Ich gehe auf 10 hoch. Nein, ist doch. Auf 10 hoch, okay. Ja, natürlich. Ich habe hier nicht mal gelangweilt. Oh. Ich habe kein einziges Mal mein Handy in die Hand genommen. Bleibt doch ja, das bei ist aber tatsächlich einfach, also so blöd es klingt, ich finde das mittlerweile einfach ein super Indikator. ob das, was du dir anschaust, gerade ich meine das völlig ironiefrei, wenn ich nicht dran denke, mal kurz irgendwas auf meinem Telefon nachzugucken, dann ist das, was ich gerade schaue, einfach super gut. Oder wenn du beim Film schauen nicht drüber denkst, mit wie viel Sternen bewerte ich den auf Letterboxd? Ja, genau. Erstmal gucken, was die anderen gegeben haben. Wenn aber so Meta-Zeug einfach gar keinen Platz kriegt, weil dich das so mitnimmt, dann ist es doch gut. Ja, ich habe es heute im Zug gesehen und auch nicht einmal aus dem Fenster geguckt. Ich habe es beim Autofahren gesehen und nicht, ach nee. Fährst du selber nicht, du lässt ja fahren. Okay. ja. Ich habe gerade die Idee für eine App gehabt. Uber, gibt's. Nee. Man muss am Anfang locken, dass man jetzt einen Film startet und am Ende, dass man jetzt aufhört und dann trackt das Handy mit. Bewerten. Hä? Was? Und dann checkt das Handy. Genau, dann checkt das Handy, damit, wie lange man das Handy benutzt. Hast, genau, ob du es hochgehoben hast, drauf den Bildschirm angemacht hast und dann kommt hinterher die Wertung einfach raus. Und er rechnet daraus. Genau. Aha. Benutzt du nicht dein Handy als Fernbedienung? Doch. Versucht. Einmal kurz Pause machen. Ach, scheiße. Wieder 0,5 Sterne. Ja, Pause haben wollen, ist halt auch schon kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen, wenn man die Fernbedienung wenn man so eine alte Blase hat wie Tim, ist das... Wow. Aber auch wenn ich lauter und leiser machen muss, wenn ich aufs Klo gehe, will ich ja trotzdem noch was hören. Immer wenn deine Nachbarn was hören, wissen sie, der ist wieder auf dem Klo, der ist wieder auf dem Klo. Okay, letzte Worte. Mario. Lee macht einen auf Tom Cruise. Dann sage ich, es endet nur einmal. Bin ich jetzt die Wurst? Ach, ich bin Ben. Ich, eine strahlende Zukunft. Oh, sehr schön. Ich sag die 3 von der Luftschleuse. Ke-
Kecker Keck im Anzug. Kecker Keck? Kecker Keck. Ach, Kecker Keck. Ich wollte dich auch noch fragen, Phil, ob das eigentlich ein Mexican Standoff war da in deinem Hangar. Das waren ja drei. Okay, mach's gut. Tschüss. Ciao. Willkommen. Stimmt, war es Trump, der wirklich mal versucht hat, einen Hurricane mit einer Atombombe aufzulösen. Das war so genial. Vielleicht ist das bei Battlestar ein Capricorn Standoff. Nee, ich glaube, Caprica ist der falsche Planet. Okay. Ich finde das wunderbar. Man kann, also ich bin auch mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich manchen Leuten einfach sage, nee. Scheiße, was du erzählst. Einfach nur nein, nee. Einfach nein. Nein, ich hätte da jetzt ja sogar ernsthaft drüber diskutiert, aber jetzt gehe ich lieber aufs Klo. Mach aber das Fernsehen lauter. Ja, sonst hört er ja gar nichts. Hast du auch gehört oder gemerkt, dass der Autoverkäufer gepupst hat und dann das Radio lauter gedreht hat? Was? Aber kennst du die Simpsons-Szene nicht? Nein. Ja. Ben, hast du, das hat ja Mario eh nicht geguckt, aber Ben, hast du Picard gesehen? Ja, habe ich. Und? Also mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Why are you stalling? Das hat für mich sehr viel alten Star Trek-Charme wieder. Ja. Picard. Ja. Ja, finde ich nett. Ist das so in derselben Richtung wie jetzt diese neue Star Trek-Serie? Überhaupt nicht. Nee, finde ich auch nicht. Oder ist es mehr eher für die älteren Fans gemacht, wo er noch die Hauptrolle gespielt hat? Ich glaube, das ist für die älteren eher. Das also ist für die älteren Fans, die Nostalgie-Flash haben wollen. Ja. Weil ich habe das nie angeschaut damals. Also bringt das nichts, wenn ich da jetzt reinschaue. Bin ich mir aber gar nicht so sicher, dass das Nostalgie-Flash ist. So will ich das nicht sagen. Ich glaube, du brauchst, glaube ich, kein Vorwissen, um das zu verstehen. Du kannst dir das, glaube ich, trotzdem angucken. Und wenn das hast du die Kinofilme gesehen? Wenn das dein Charakter ist, dann wird das schon. Kenne ich, ja. Weil, also die nehmen auf jeden Fall Bezug auf den letzten, also auf hier Nemesis, den neunten. Den kenne ich schon. Ja, mal, wobei, oder? Das finde ich kein, also die Filme, die waren schon extrem actionlastig, oder? Ja, aber Bezug ist ja auch nur von der Story, aber das wird ja in der Vorgeschichte erzählt, was passiert ist. Ja. Also muss den jetzt nicht. Ja, also du musst eigentlich gar nichts wissen. Du musst ein grobes Konzept von Star Trek haben und wissen, ob das was ist für dich. Ja, nein, also mir hat ja die Star Trek-Serie auf Netflix sehr gefallen. Ich war ja nicht Fan von der Serie, aber da war ich wirklich angetan. Also dachte mir, das ist auf Prime jetzt, oder? Die PK-Serie. Ja. Weil das habe ich ja auch, also. Ja, probier's doch einfach aus. Dann schau ich mal rein. Ich fand auch, die erste Minute fand ich schon super, dass man die Enterprise gesehen hat. Oh ja. Gerade protestierst du noch gegen Nostalgie-Flash? Ja, also ich glaube, ja. ansonsten war es auch kein Nostalgie-Flash, fand ich. Naja, schon. Also mein aber erster ich finde das ja auch Moment gar nicht war, schlimm. Die ist doch kaputt. Wie ja, also. Enterprise und Earl Grey und es passieren schon die ganze Zeit so Sachen, wo er sagt, ah ja, genau. Die ist noch aber nie so schräg schlimm. Geflogen in der gesamten Serie nicht, weil das gar nicht ging. Die ist so kaputt. Die konnte immer nur gerade fliegen, weil das ein Modell war, was sie dann hergeschoben haben. Ja, alle Schiffe sind immer gerade geflogen. Immer, ja. Und jetzt, deswegen haben sie jetzt so schräg an. Aber jede Woche nur eine Folge, mehr. Ja, schon, aber ich finde das mittlerweile tatsächlich wieder ganz, ich bin da eigentlich ganz... Ja, ich ganz weiß, gut. Einerseits hat man dann mehr Zeit, drüber Serien nachzudenken und man hetzt sich so nicht man hat mehr, mehr das ist auch nicht so. Aber andererseits denkt man anderes Ich, oh, wieder eine Woche war. Ja, es waren halt auch nur 45 Minuten. Ja, eine normale Serie. I don't want the game to end. Ja, genau. Das war schön. Brent Spiner ist sehr alt geworden. Ja, aber Patrick Stewart ja zum Glück gar nicht. Nee. Der sieht ja immer noch aus wie damals bei Dune. Und der bewegt sich auch noch extrem gut für jemand in dem Alter. Also der bewegt sich nicht wie ein alter Mann. Das stimmt. Und der ist ja wirklich nicht mehr jung. Ja, aber der spielt einen 94-Jährigen, das sozusagen ist er ein junger Hüpfer. Der ist ja naja, aber der ist halt trotzdem auch schon 80, so in echt. Aber für 94-Jährigen. 80.
spielt einen 94-Jährigen. Und der 80. ist ganz schön fit für einen 80-Jährigen. Nee, 79, dachte ich. Ja, ja, okay, dann ist halt. Ja, aber 94 im Start. Eine Jahr. So halt auch so eine Sache, ne? Warum? Naja, die werden da bestimmt älter und haben bessere medizinische Versorgung. Pille, hat nicht Pille irgendwo Next Generation nochmal mitgespielt, oder? Nee. Ja, viele. Der war doch im Transporter gefangen ganz lang. Das war Scotty, oder? Ach, stimmt. Ach, nee, so. Stimmt. Ja, den haben sie ja irgendwann mal rausgezogen in der Folge. Ja, aber das, dann ist er ja auch nicht gealtert, oder? Ja, so muss er ja eigentlich, weil sonst hätten sie ja nicht also benutzen können. Aber ich meine, Pille wäre auch mal dabei gewesen und der war auch uralt. Ja, ja, ich glaube auch. Und breiter. Ja, alle waren sie breiter. Ja, naja, ich bin ja jetzt schon breiter, als ich vor 10 Jahren war. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Nicht. Du warst schon immer so breit. Ich habe immer noch nicht in die Folgen geguckt. Ich habe dieses Wochenende tatsächlich nochmal Episode 9 geguckt. Hm, hast du die gleichen Stufe schlechter bewertet, habe ich gesehen. Zu Recht. Ja, ich war nüchtern. Nee, sogar mehr. Ich habe diesmal aufgepasst. Meine Freundin kam da raus und meinte so, boah. Ich so, jetzt kann ich mich auf was gefasst. Und die so, wie episch. Oh Gott. Ja, war das so, der erste so Teil, den sie gesehen hat? Ah, ja, aber ja, so okay, bin ich auch aus dem ersten rausgegangen. Und da war ich, ja, gut, naja. Und dann habe ich sie wollte über so viel reden, aber ich wollte ihr das Gefühl nicht kaputt machen. Und dann habe ich nicht so viel. Hast du ja einfach heimlich runterbewertet. Davon habe ich ihr nicht erzählt. Tatsächlich ein bisschen zu laut, das halt, wenn du redest. Also okay. Wahrscheinlich aber wieder Mario, der halt ja immer, wenn du redest. Mach ja, ein bisschen aber dann drehe ich mich runter. Das ist ein Zweiklang zwischen Jan und mir. Das ist so, Zweiklang. Nein. Man nennt das auch besser, Ego. Besser. Ich hätte eigentlich so beim Rewatch habe ich gedacht, der Imperator hätte noch sagen müssen, the something, pack of my life something left me dark side. Nein, jetzt wollte ich eigentlich was sagen und du kommst mit diesem toten Wortwitz rein. Zwar, ich habe ihn aber zumindest nicht abgespielt von der Konserve, sondern live gemacht. Ja, jetzt noch nicht. Dran. Ja, das ist Hammer. Ja, aber jetzt sage ich es nicht mehr. Oh. Aber. Ah. Wieso? Na ja, dann halt nichts. Wir wollten es eh nicht hören. Ja, also ist schon. Auch okay so. Kann mir ja dafür einen Twitter-Account machen. Was? Haben wir eigentlich einen Film vergessen? Hä? Keine Ahnung. Ach so, irgendein Battlestar Galactica-Film. Ja. Dafür ist unser Grund nicht zuständig. Ja. Also wenn, dann ist das alleine Bens Schuld. Im Hintergrund. Computer sagt nein. Genau. Es gibt gar keinen Film mehr. Ah, es gibt keinen Film mehr. Was heißt eigentlich Revelations? Haben sie nicht nötig. Enthüllungen, oder? Ja, richtig. Ja. Gibt es nicht auch irgendeinen Teil der Bibel, der so heißt? Zur irgendwas Erde Religiöses? Nein, Revelation. Offenbarung gibt's. Ja, das heißt bestimmt Revelations im Englischen. Das glaube ich nicht. Und dann passt das ja noch besser für die Folge, weißt du? Ja, wenn das stimmen würde, aber es stimmt nicht. Denn weißt Offenbarung du? Heißt Epiphany. Aber ich glaube. Nein, aber der Bibelteil, der heißt Revelation. Im Leben nicht. Bible. Wow. Manchmal Holy Bible. Nein, ich suche Bibelenglisch, Offenbarung. Leicht beängstigend, was hier gerade passiert. Offenbarung. Das kann doch nicht sein. Scheiße, tatsächlich Revelations. The Book of Revelations. Ah, ist ja gut. Oh mein Gott, wer wusste das nur? Hände hochheben jetzt. Niemand. Aha. Ich sehe niemanden. The Book of Revelation, often called the Book of Revelations. Revelation to John. The Apocalypse of John. The Revelation or simply Revelation. The Revelation Phil of Jesus und Christ. Seine subtile katholische Bildung hier. Ja, Bill Pullman ja, hat ich damit war gespielt. Sogar mal katholisch. Wer hat aha, das Bilbo hat aber dann bist du Steuerberater geworden und das Clone Star. Ja. Was das kostet, ja, dann bin ich ausgetreten. Darf ich kurz zur Ehrenrettung von mir selbst einwerfen, dass wir The Plan natürlich kurz vor Ende der 4. Staffel gucken sollen. Und zwar genauer gesagt zwischen... Du hast das natürlich dir auch vorgemerkt. Natürlich.
zwischen Folge 15 und Folge 16. Ah, ich dachte, das bleibt tatsächlich so unscharf. jeder einzelne Viewing Order zwischen Folge 15 und 18. Ist ja aber gar nicht mehr so lange. Genau, ist nicht so weit weg. Ja, das wusste ich aber natürlich. Ja, natürlich. Weil jetzt kommen ja 10 und 11, dann kommen überraschenderweise 12 und 13, dann kommen 14 und 15. Und dann könnten wir den Film machen. Das würde sogar genau passen, wenn wir immer zwei Folgen machen. Ja, wenn wir das dann noch machen. Ja. Ich habe ja gesagt, wegen mir müssen wir das nur machen, bis wir jetzt mal ein oder zweimal, bis wir ein paar haben. War auf jeden Fall zwischen 15 und 16. Ja, hervorragend. Gut, dass du dran gedacht hast. Ja, das ist gar kein Problem. Was ein Glück. Huha.